Was ist mit deinem Land? Das ist nicht der gehört! Das ist der Gott gehört! Nicht mit dir! Welchem Gott? Harab! Welchem Gott? Was? Nicht Allah! Dieses Land gehört nicht Allah! Das ist Allah! Dieses Land gehört Allah! Also dieses Land gehört Allah! Diese Welt gehört Allah! Dieses Land gehört Allah! Dieses Land gehört Allah, ja? Ja, gehört die Welt! Die ganze Welt gehört Allah! Ja? Wollen Sie hier die Scharia? Wollen Sie die Scharia? Wollen Sie hier einen islamischen Gottesstaat? Wollen wir, Sie wollen überall auf der Welt. Ja. Überall auf der Welt. Ja. Überall. Wir wollen überall die islamische Welt. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Und nach dem Tod werden Sie sehen. Sie werden sehen. Sie lachen jetzt, Sie machen jetzt die Menschen manipuliert. Aber warten Sie, wenn der Moment kommt, wo der Engel des Todes Ihre Seele holt. Dann werden Sie applaudieren. Sie werden Angst haben. Sie wissen nicht, was nach dem Tod passiert. Ich weiß es. Ich weiß es. Im Koran ist es drin. Ich werde brennen. Ich werde in der Hölle brennen. Hier wird flüssiges Erz reingekippt in den Hals. Jetzt geht es Ihnen gut. Jetzt lachen Sie. Ja. Aber warten Sie auf diesen Moment. Wenn der Engel des Todes kommt, dann will ich Ihr Gesicht nochmal sehen. Wann kommt der denn, der Engel des Todes? Der wird in der Zeit ist für Sie bestimmt. Und dann werden Sie, oh, Sie tun es schon jetzt. Ich sehe aber kein Mitleid. Ist das eine friedliche Religion? Ja. Die den Engel des Todes hat? Mein Glauben versucht, die schlecht zu machen. Solche Lasten. Ja, wegen solchen Leuten kommt Krieg noch hier in Deutschland. Das ist die Wahrheit. Natürlich. Wegen solchen Leuten gibt es doch Krieg. Denkt ihr, ihr könnt uns einschüchtern oder Angst machen oder was? Was ist denn? Hier mit Polizeischutz und hier und da. Ja, Film, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Go for your life. Go for your self. Was labert ihr? Wenn ich Sie jetzt heute umbringe, ja? Warum sollten Sie nicht? Nein, wir gehen davon aus, dass ich Sie jetzt umbringe. Dann habe ich Sie nicht umgebracht, sondern Ihr Schicksal wurde bestimmt von Allah schon längst in die Fesseln geschickt. Scheiße! Das ist damit gemeint. Ja, Allah bestimmt, wann Sie sterben, wann er stirbt, wann Sie sterben. Ist so. Also Sie bekommen dann das Befehl von Allah, mich zu töten? Nein! Eben nicht. Hören Sie mir nicht zu. Wenn ich Sie jetzt beispielsweise töte, dann habe ich Sie zwar getötet, aber es wollte Allah so, weil Ihr Ende einfach bestimmt worden ist. Aber wenn Sie mich töten, dann müssen Sie ja von Allah den Befehl bekommen. Nein, muss ich nicht. Also muss ich nicht. Es gibt einen Teufel, wie der schon bei Ihnen drin ist, der in Sie einredet, der Spielungen mit Ihnen macht. Und das verstehen Sie? Genau das. Jetzt sage ich Ihnen was, damit es jeder hört hier, okay? Jesus Christus war ein Moslem, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Warte, Sie lachen. Warum hatte Jesus ein Vollbart? Warum hatte kein Christ Vollbart, ein Vollbart? Warum hat Jesus gefastet, wie jeder Moslem? Warum? In der Bibel steht selber, Jesus fiel mit dem Angesicht zu Boden und betete. Er betete wie ein Moslem. Er war ein Jude, der einfach Moslem war. Was heißt Moslem auf Deutsch übersetzt? Das wissen Sie ja gar nicht. Was heißt der Moslem? Gott ergebener, das heißt Moslem. Und deswegen Jesus war auch ein Moslem. Und Jesus ist nicht tot. Er wurde gekreuzigt, aber seine Seele wurde genommen von Allah. Und er wird wieder kommen. Und er wird gegen den Dajjal kämpfen, gegen die mit dem Dreieck. Ihr werdet alle die Wahrheit sehen. Islam ist die Wahrheit. Meine besten Freunde sind Muslime geworden. Wissen Sie, warum Allah sie recht geleitet hat? Lacht, Alter, lacht. Ihr werdet alle sehen. Hey, Mohammed. Du, Digga, ich geh jetzt von hier. Verpisst euch, Alter. Allah soll euch bestrafen, alle. Allah ist der Größte. Ich hab keine Chance. Wer seid ihr denn? Ihr lächerlichen Menschen, ihr Ameisen. Predigt hier über Islam ist schlecht. Islam ist dies. Wartet, wenn ihr alle stirbt. Dann will ich eure Fresse sehen. Deswegen, wer zuletzt sagt, dann besser. Bist du bereit zu töten? Ich bin bereit, für Allah zu töten. Ja, bin ich bereit zu töten. Ungläubige zu töten? Ungläubige. Nach Vers 191, tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. Muslime töten keine unschuldigen Menschen. Muslime. Was waren die 3000 Amerikaner von 9-11? Das waren unschuldige Zivilisten. Das waren die Amerikaner selber. Wo lebst du denn? Die ganze Welt weiß es doch.